Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute Schaffi vorstellen. Der hübsche Rüde wurde vor dem Restaurant Erodion gefunden. Wir vermuten, dass er in der Tierheimschleuse ausgesetzt worden war und man vergaß, die Tür richtig zu schließen. Der junge hübsche Kerl sieht einer Gelbbacke sehr ähnlich. Das sind altdeutsche Hütehunde, die sich alle durch Aktivität und Arbeitseifer auszeichnen. Und genau so ist auch Schaffi. Er möchte arbeiten, er möchte körperlich und geistig ausgelastet werden. Seine Hundebegleiterin ist total begeistert von ihm. Sie hat ihm das Longieren beigebracht, das macht er mit Begeisterung. Er kann ausgiebig suchen und er liebt es zu apportieren. Seine anfangs vorhandene Leinaggression wird schon viel besser. Er geht schon sehr cool an verschiedenen Hunden vorbei. Insgesamt gesehen ein arbeitsfreudiges Tier. Wir wünschen uns sehr ein Zuhause, wo sportliche Menschen wohnen, die Spaß haben, sich mit dem Hund zu beschäftigen. Idealerweise stellen wir uns eine sportliche Familie vor mit eher größeren Kindern. Ich hoffe sehr, dass ich das Interesse für diesen Hund wecken konnte. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie einfach zu den Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr bei uns herein. Ich würde mich sehr freuen.